Willkommen zurück bei Titan Quest. Da geht's direkt los mit ein paar Harpien, die hier ganz fies uns auf der Brücke eingekesselt haben. Aber kein Problem. Wir haben noch eine Nebenquest angenommen am Ende der letzten Folge mit dem guten oder dem freundlichen Centaur. So. Mal schauen, ob wir heute nochmal ein Level klar machen können. So jede zweite Folge ein Level und das wäre okay. Erstmal in die Höhle hier oben rein. Nichts? Doch. Doch nicht. Eine Mänade. Oder Mänade. Was auch immer eine Mänade sein soll. Du brauchst mehr Energie. Oh, du. Okay, da haut jemand vor uns ab. Leben. Hm. Ah, da ist er schon wieder weg. Oh, geil. Mehr Energie. Mit einem Eissplitter 3 erledigt, weil die eine da voll den Weg gelaufen ist. Okay, also die gehen bis hierhin recht schnell kaputt. Mal gucken, wohin die Chefin rennt. Die halten wirklich nicht viel aus, ne? Essenz von Dynossus Weinschlauch. Essenz vom goldenen Vlies. Oh, Chirons Bogen. Achso, das ist der Questgegenstand. Davon hatten wir noch keins. Minus 5% Energiekosten ist auch nicht so verkehrt. Finde ich. So, da oben ist aber erstmal noch eine. Zack. Und einmal der Weinschlauch. 2% physischer Widerstand und 15 Leben. Geerdeter Schalkidiki. Was? Moment. Geerdeter? Schalkidikischer Kampfhelm. Ich krieg das nicht gebacken, ey. Scheißname. Gut, haben wir dem freundlichen Centaur noch geholfen. Geben ihm den Bogen noch, kriegen wir noch ein paar EP. Und dann mal gucken, ob wir da irgendwann in Delphi ankommen. Wir müssen aber noch zum Feigenbaum. Und wahrscheinlich eine Feige dort entwenden. Aber ich glaube, der ist beschützt, der Feigenbaum. Irgendwas war mit dem. Ich weiß es nicht mehr genau. Bin mal gespannt. Mein Bogen, wunderbar. Krieger, du hast meinen Dank verdient. Und da ich ein Ehrenmann bin, halte ich mein Wort. Lass mich meinen Dank übermitteln. Danke sehr. 3000 EP und 2 Attributspunkte. Danke. Wo sind wir hier? In Ambrosos. Ein besonders talentierter Waffenschmied lebt in den Hügeln beim Helikospass. Manche sagen, dass der Gott Hephaistos selbst Thermoros die Handwerkskunst gelehrt hat. Er ist freundlich, aber bleibt lieber allein. Wenn du ihn finden kannst, wird er dir gerechte Preise anbieten. Sofern er dich mag. Ein Waffenschmiedmeister. Eine neue Neb... Oh, ein Hundi. Wuff. Kleff. Bell. Streichel. Leckerli hinwerf. Ich sehe, du bist weit gereist, Fremder. Komm her und sieh dich um. Vielleicht habe ich etwas, das du gebrauchen kannst. Mm-hmm.
Wir müssten schon mal irgendwann auch wieder neue Klamotten tragen. Denn hier, das zum Beispiel, der Armreif, den ich angelegt habe, hat immer noch Stufe 3. Wir sind mittlerweile Stufe 11. Aber es muss halt auch was Passendes dabei sein, ne? Zwei Energietränke, ich nehme mal ein paar mit. Okay, die kosten jetzt wirklich nicht so viel. Können wir da mal ein paar mitnehmen. Was hat er denn hier für Ringe? Vielleicht ist da ja mal was Schönes dabei. 93 Leben, Bonus für alle Begleiter, 10 Schaden, 5% physischer Schaden, Angriffsqualität. Intelligenz. Nö, lebe wohl. Nichts weiter. Lebe wohl. Ich war auf dem Weg von Delphi, um mit einigen Waren zu handeln. Ich hatte gerade mein Lager in den nahegelegenen Ruinen aufgeschlagen, als ich das Klappern von Knochen hörte und den Geruch von Toten wahrnahm. Ich schaute auf und sah überall Skelette. Sie schienen nicht sehr freundlich zu sein, also rannte ich davon. Soweit es mich betrifft, wer auch immer meine Waren findet, kann sie behalten. Beeil dich. So, neue Nebenquest, zurückgelassene Waren. Einmal der Waffenschmiedmeister und die zurückgelassenen Waren als Aufgaben. Jo, das war Ambrosus. Und jetzt sind wir hier im Helikostal unterwegs. Boah, hier ist ja was los. Halt raus. Müsste ich erstmal die Hexe hier erledigen. Miese Schwein. Du brauchst mehr Energie. Ach so. Nichts mit Heilung, du Sack. Der Schamane heilt die Leute hier. Ja, sind aber wieder viele. Huch, da kommen einige. Na, kommt mal mit. Er scheint nicht so viel Lebensenergie zu haben. Da kann ich vielleicht nochmal meine Lieblingskugel, meine E-Kugel einsetzen. Okay, die meisten haben doch überlebt. Ach, Gott sei Dank. Ach, das ging nochmal gut. Und wir haben bald wieder neues Leben. Neues Level. Ah. Waren doch eventuell mehr, als ich dachte. Schreine Heilung, sehr gut. So. Das hier ist unsere Fahrkarte zu Stufe 12. Du brauchst mehr Energie. Ja. Wird die Energie eigentlich regeneriert, wenn ich... Ja, wird sie. Sehr gut. Schön. Dann E-Kugel. So, komm, mal die E-Kugel wieder. Die macht jetzt schon bis 121 Schaden. Also, die macht jetzt ungefähr nochmal ein Drittel mehr Schaden. Drittel bis ein Viertel mehr Schaden als... zuvor. Wen haben wir denn hier noch? Ging es hier drüben noch weiter? Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zurück. Das ist mein Hain, der dort auf dem Hügel brennt. Der heilige Baum steht noch immer da oben. Er ist vielleicht unverletzt, aber du wirst an den wilden Brutalen vorbeikommen müssen, um ihn zu erreichen. Eine angemessene Opfergabe. Das ist doch die Hauptquest, ne? Ja. Also, eine der Nebenquests, die zur Hauptquest führt. Da
müssen wir hier hoch. Mal schauen, welcher der Bösewicht ist, der hier alles so fies in Brand gesteckt hat. Die Spinnen können sie eigentlich nicht sein, oder? Ah ja, alles klar. Du brauchst mehr Energie. Nice. Sehr gut. Haha. Einfach draufgehalten jetzt. Hier, ey, königliche Truhe, drei einfache Truhen und der heilige Olivenzweig. Ach, es war der Olivenbaum, kein Feigenbaum, ne? Das ist auch egal. Baum ist Baum. So, kriegen wir wahrscheinlich wieder alles nicht in... Doch, reicht. Okay, reicht sogar. Ich glaube, wir können doch wieder, obwohl der auch plus Spielerstufe 3 hat, das Kopfteil. Einfach auf mehr Energie würde ich nochmal gehen beim Kopfteil. Dafür ein bisschen weniger Gesundheitsregeneration. Gut, und den sollen wir jetzt zum Apollon von Delphi bringen. Also nicht wieder zurück zu Timon, der da nochmal mit uns geredet hat und gemeint hat, hier, pass auf, das ist eine ganz nette Geste, wenn du schon mal nach Delphi reist, nimm doch so einen Olivenzweig mit. Haben wir jetzt, hier, da ist alles wieder erledigt. Der Baum ist unverletzt? Kann das wahr sein? Hm. Vielleicht haben die Götter uns doch noch nicht verlassen. Ich will bloß noch mal hier unten in die Ecke gucken, nicht, dass da noch was irgendwie... Ach, guck mal hier. Oh, ne, eine Truhe übersehen. Ich fass es nicht. Ich ohrfeige mich selbst nach dieser Folge dafür. Und nicht, dass wir da unten irgendwie was vergessen haben. Das zu. Kommt mal mit. Sind bloß die paar... Ach Gottchen. Okay, gut. Dann, ja. Hat sich nicht wirklich gelohnt, auch so ein paar kleine Gegner.
ist hier überhaupt nichts weiter. Ja, na gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch nochmal verkaufen. Kann ich dir helfen? So, hat er irgendwelche Kopfsachen, die höher als Stufe 3 sind, auch nicht wahr? Oh, kostet 55.000. Beehre mich bald wieder. Ist jetzt aber nicht das, was ich gesucht habe. Ja, geht's weiter. Hier ging es also nirgendwo weiter. Das heißt, das mit dem Schmied kommt dann hoffentlich noch. Möchte hier nichts verpassen. Sind auch gut eingeflochten, die Nebenquests, ne? Also, hat das Spiel überhaupt eine Quest mit? Nee, glaube ich, hat überhaupt keine Quest mit. Bring mir 10 Wildschweinehäute oder töte 50 Satyren oder so ein Quatsch. Also wirklich gut gemacht, ne? Kann man nicht meckern. So, dich klicke ich nochmal an, obwohl es überhaupt keinen Effekt hat. Und weiter geht die Reise Richtung Delphi. Essenz von Prometheus Flamme. Wow. 9 bis 12 Verbrennungsschaden für 3 Sekunden. 3% Feuerschaden, 3% Verbrennungsschaden. Geil. Könnte man sich überlegen, das mal später vielleicht auf eine andere Waffe zu bringen. Wenn wir davon noch mehr finden. Theoretisch könnte ich auch erstmal hier die Sachen, die wir wenig haben, in das Bankfach legen, damit die da ein bisschen weniger Platz einfach wegnehmen. Ich sehe hier überhaupt nichts. Ach, guck mal. Das ist direkt der nächste Brunnen. Zack. Wo sind wir denn jetzt wieder in so einem Sumpfgebiet? Mhm. Okay. Ich laufe dann immer erstmal recht gern eigentlich die Ränder ab. Ah, guck mal, wen haben wir denn da? Ein alter Schnappratap. Na komm, erstmal die Kleinen hier weghauen, bevor ich mich um den Großen kümmere. Schon geheilt. Na komm, geh kaputt. Nice. Knapp 2000 EP dafür. Hör auf, hier rumzuheilen, Junge. Noch ein Schamane. Sich gegenseitig hochheilen können. Huch. Na, hauen weg. Geht ja schon mal gut los hier unten. Okay, jetzt gehe ich hier rüber. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, welchem Pfad wir hier folgen müssen. Ob wir hier direkt rüber müssen oder ich schaue mich mal vor diesem kleinen Übergang hier nochmal um, denn hier oben scheint eine Höhle zu sein. Schalkidikischer Großhelm. Jetzt habe ich's raus. Jetzt habe ich's, Leute.
Ich habe in der letzten Folge schon nicht gebacken gekriegt, ne? Okay, die Höhle ist doch nicht hier. Nicht genug Energie. Aha, hier geht's doch hoch. Das sah im ersten Moment nicht so aus, aber laut Map schon. So, und da ist auch die Höhle, die ich meine. Alle vier auf einen Streich. Haha. Du brauchst mehr Energie. So, komm. Schluck mal eine Flasche. Hier drin lauert wahrscheinlich direkt das nächste böse Unheil auf uns. Ach Gottchen. No, den kleinen Spinn. Ihr spinnt wohl, haha. Entschuldigt. Was ist denn das denn? Ortus? Irgendwelche Höllenhunde oder so ein Kram? So, kommt mal alle mit. Ich bin hier der Flinkste im Raum. Okay, der war ganz gut. Sehr schön. Ui. Alles nicht so das Wahre, ne? Folgt mir, folgt dem Pilger. Jawohl. Ha, da wisst ihr gar nicht, wie euch geschieht. Und eine königliche Truhe sogar. Das fiel mir gerade gar nicht auf beim Vorbeirennen. Gab es nochmal einen Stirnreif, sogar zwei oder drei. Ui, 15% Wahrscheinlichkeit für 14 bis 22 Lebensentzugsvergeltung pro Sekunde. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme den jetzt einfach mal rein. So, haben wir da mal was Neues. Das ist sogar noch besser. Hat zumindest 1% mehr Energieregeneration, okay. Ui. Das ist auch nicht schlecht. Dann nehme ich mal das. Geil. Halt, ewig nichts, ne? Und direkt zwei, die besser sind oder wo ich mir einen aussuchen kann, wen ich nehme. Okay. Jo, sehr schön. Wäre auch die Höhle abgeschlossen und erledigt. Der Waffenschmiedmeister. Abseits der Straße nach Delphi, okay. Temerus heißt er. Hier lebt noch jemand? Ehrlich? Hatte ich wohl vorhin nicht mitgenommen. Gut, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.